Man kann das Board in 5 Teile aufteilen. Als erstes die Programmer Section. Der Programmer basiert auf dem Schaltplan von s-hyn.de. Dann der Spannungsabschnitt. Dieser besteht aus einem 5 Volt Spannungsregler und einem Ein-Ausschalter. Auf dem Board kann entweder ein Atmega 32 oder ein Atmega 8 Mikrocontroller von Atmel verwendet werden. Auf dem Board ist ebenfalls Platz für eine 9 Volt Blockbatterie. Und nun zum User Interface. Auf dem User Interface befinden sich 8 LEDs, eine 7-Segmentanzeige, 4 Drucktaster, ein Schieberegler und ein Lagesensor mit einer Genauigkeit von 45 Grad. Jede Komponente lässt sich über den Dip-Switch neben dem Display ein- bzw. ausschalten. Hier mal das Board mit einer Demo-Anwendung. In diesem Modus zählt das Display von 0 bis 9. Jedes Mal, wenn es zurückspringt, erhöht sich der binäre Zähler mit den LEDs. Die Geschwindigkeit lässt sich dabei mit dem Schieberegler regeln. Modus 3 ist dasselbe, nur dass hier der Zähler rückwärts läuft. Dip-Switch 1 schaltet die LEDs ab. Der Rest funktioniert wie gewohnt. Dip-Switch 2 deaktiviert die 7-Segment-Anzeige. Dip-Switch 3 deaktiviert die Drucktaster. Dip-Switch 4 schaltet den Schieberegler ab. Der Lagesensor erkennt, wenn das Board gedreht wird und dreht dann gegebenenfalls das Display. Eine Befehlsbibliothek wurde in C geschrieben. Diese beinhaltet zum Beispiel Funktionen, um eine Zahl direkt auf das Display zu schreiben. Ebenso gibt es eine Funktion, um den Lagesensor auszulesen. Diese gibt zum Beispiel einen Wert von 1 bis 8 zurück, der jeweils auf eine Position verweist. Der Programmiervorgang erfolgt über die serielle Schnittstelle. Programmiert wird das Ganze dann mit dem kostenlosen Programm PonyProc 2000. Auf dem Board sieht der Programmiervorgang wie folgt aus. Das Programm startet gleich nachdem es übertragen wurde. Hier mal das Board von unten. Verschiedene Komponenten haben verschiedene Kabelfarben. Somit kann man Fehler schneller finden. Die LEDs haben zum Beispiel die Farbe Gelb.